Das ist das, was sich jeder wünscht, in so einer Liga arbeiten zu dürfen. Das ist für mich die beste Liga der Welt, ja, was die Stimmung angeht, was das Drumherum angeht, was die Organisation angeht. Ich bin einer von 18. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Und mehr als persönlichen Erfolg kannst du als Trainer in diesem Moment nicht haben. Ja, Erleichterung natürlich, dass es dann vorbei ist. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass er arbeitet. Wir haben Langzeitraum sehr, sehr guten Fußball gespielt. Immer dran gewesen, immer Druck gemacht. Immer geil nach vorne gespielt und am Ende mehr als verdient. Wir sind hier wir und das arbeiten wir, das leben wir und das zeichnet ihr aus. Und wenn man die Jungs sieht, da geht es nicht um die erste Elf und wer die Jungs beobachtet, da geht es um alle, die im Team sind. Und jeder bringt sich ein. Leute, die nicht so oft gespielt haben, Leute, die vielleicht auch verletzt waren, die gehören alle dazu und das zeigen auch die Jungs. Und deswegen haben wir ein sehr gutes Miteinander und deswegen erleichtert uns das vieles in der Arbeit.